Trauer und Anteilnahme, soweit das Auge reicht. Am Abend nach dem Anschlag von Halle gedenken hunderte Menschen vor der Synagoge der 40-jährigen Frau und dem 20-jährigen Mann, die einen Tag zuvor erschossen wurden. Viele sind gekommen, um zu beten, um zu verstehen. Doch der Schock sitzt noch tief. Meine kleine Enkeltochter hat mich gleich gefragt, oh, wie kommt jetzt Krieg? Und das hat mich sehr getroffen, muss ich sagen. Sie waren sehr verängstigt, aber wir haben es alles gut überstanden. Bereits am Nachmittag versammeln sich mehrere hundert Hallenser auf dem Marktplatz zu einem Gedenken, zeigen, dass sie zusammenhalten. Ich hoffe, dass das anhält, dass das die Leute auch wachrüttelt, dass wir alle wieder ein Zeichen setzen, dass dieses Wort Zivilcourage und Zusammenhalt und Frieden und keine Gewalt einfach eine große Bedeutung hat und gelebt werden kann und muss. Es ist natürlich schön und kraftvoll, dass hier viele Menschen sind und gleichzeitig bleibt die Ohnmacht, dass sowas in unserer Welt heute möglich ist und dass die Gesellschaft immer weiter sich in so eine Richtung gerade verändert. Das berührt mich sehr, das Antisemitische und ja, einfach ausgrenzendes Gedankengut so verbreitet ist. Man schiebt manche Dinge immer vor sich weg und glaubt, die Sachen passieren nicht in seiner Heimatstadt oder bei sich zu Hause. Und dann wird man auf so eine Art und Weise doch wieder auf den Boden der Tatsachen geholt. Zu den Tatsachen gehören auch die aktuellen Erkenntnisse über den 27-jährigen Täter Stefan B. Was wir gestern erlebt haben, war Terror. Nach unseren Erkenntnissen hat der Beschuldigte Stefan B. gestern sich zum Ziel gesetzt, in der jüdischen Gemeinde zu Halle, in der Synagoge von Halle an der Saale, ein Massaker anzurichten. Er sah sich in einer Tradition vergleichbarer Attentäter, vergleichbar ähnlich wie Brandon Tarrant, den Attentäter von Christchurch. Vor allem wegen zweifachen Mordes und neunfachen versuchten Mordes hat der Ermittlungsrichter inzwischen Haftbefehl gegen Stefan B. erlassen. Ob er noch weitere Unterstützer hatte, die Ermittlungen dazu dauern noch. Genauso dauert es noch, bis Halle verarbeitet hat, was hier am Mittwoch geschehen ist.